kalt ist es am 1. Februar 2007 in München. Kein Wunder, dass diese Menschen zum Hotel Dorin Sofitel eilen. Denn das ist nicht nur gut beheizt, nein, dort wird an diesem Abend auch der 5. GameStar GamePro Leserpreis vergeben. Die Leser unserer Zeitschriften konnten in insgesamt 12 Kategorien über ihre Lieblingstitel 2006 abstimmen. Außerdem wurde jeweils für PC und Konsole das Spiel des Jahres gewählt. Zur Verleihung eingeladen sind neben Lesern von GameStar und GamePro jede Menge Vertreter der Spielefirmen. Klar, irgendjemand muss die Trophäen ja auch entgegennehmen. Und wir Redakteure nutzen natürlich die Gelegenheit, Kontakte zu pflegen und die Herrschaften über neue Spiele auszuhorchen. Nach dem Begrüßungsdrink geht's in den festlich schicken Saal des Hotels, wo die eigentliche Preisverleihung stattfindet. Und da geht's auch schon los. Schönen guten Abend. Diese beiden Herren kennt man ja, trotzdem stellen Sie sich noch mal kurz vor. Das ist André Horn, Chefredakteur von GamePro. Das ist Gunnar von der GameStar. Gunnar Lott und André Horn führen durch den Abend, in dessen Verlauf Sie diese fashion Trophäen loswerden wollen. Jede Preiskategorie wird von kompetenten Redakteuren moderiert, zum Beispiel bei der PC-Hardware von Michael Trier und Daniel Visarius. Gewonnen hat diese Kategorie unerwartet Intel. Aber Überraschungen wird es an diesem Abend ohnehin noch mehrere geben. Als nächstes sind die Handheld-Spiele dran, bei denen Nintendo mit New Super Mario Bros. Abräumt. Wir gehen jetzt aber nicht jede einzelne Kategorie durch, eine Aufstellung aller Gewinner gibt's gegen Ende dieses Videos. Hier nur ein paar Highlights, zum Beispiel die Überraschung bei den PC-Sportspielen. Ja, das ist tatsächlich eine Überraschung. Gewonnen hat GTA 2. Herzlichen Glückwunsch! Damit die Veranstaltung nicht langweilig wird, gibt es neben Fun-Videos, übrigens auch auf dieser DVD zu finden, immer wieder Wortgefechte zwischen den Redakteuren, etwa zum Thema PC-Rollenspiele. Ein Wort, Bugs. Markus, ein Wort, Patches. Noch ein Wort, Flickwerk. Und Markus, 1, 2, 3, 4, 7 Worte, mir doch egal, solange es Spaß macht. Jeder Preisträger darf ein paar Worte ans Publikum richten, was Gothic 3-Designer Björn Pankratz für ausgiebige Selbstkritik nutzt. Ja, was soll ich sagen? Also ich bin einer der Leute, die dafür verantwortlich sind, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Dieses ganze Hickhack um Gothic 3. Naja, trotzdem haben wir noch einen Leserpreis bekommen, das finde ich sehr gut. Im Namen der, ja, das ist wirklich so. Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir überhaupt irgendwelche Preise gewinnen mit dem Produkt. Wir sind damit rausgekommen und haben gedacht, Gott sei Dank, es ist vorbei. Ansonsten kann man an diesem Abend die Redakteure tanzen sehen. Oder sie starten Sprechchöre. Da, 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 da. The Legend of Zelda Twilight Princess. Oder sie ballern einfach wild durch die Gegend. Toll, jetzt stehen wir da und wissen beide nicht, wer anfangen soll. Mexican Standoff, ja? Hatten wir ja schon lange. Das Publikum muss sich das Buffet nachher verdienen und mit Laserpointern Fragen beantworten. Würden Sie Günther Beckstein zum Bundeskanzler wählen? Nach rund einer Stunde ist es soweit. Wir präsentieren zunächst die 5 bestplatzierten Anwärter auf das Konsolenspiel des Jahres. Während die im Hintergrund ablaufen, erzähle ich schnell, wer in den Konsolen Einzelkategorien gewonnen hat. Bestes Handheld-Spiel, wie vorher gesehen, Super Mario Bros. Von Nintendo. Bestes Sport- oder Rennspiel, Pro Evolution Soccer 6 von Konami. Bestes Rollenspiel, The Elder Scrolls 4 Oblivion. Bestes Action-Adventure war Legend of Zelda Twilight Princess für Nintendo's Wii.
Den Preis für das beste Actionspiel und das beste Online-Spiel heimst dir ein indizierter Titel ein. Kleiner Tipp, es kommen drin dicke Marines und massig Aliens vor. The Legend of Zelda Twilight Princess. Und indiziertes Spiel. Um die Spannung zu erhöhen, verraten wir den Gewinner jedoch nicht gleich, sondern zeigen zuerst die 5 bestplatzierten PC-Titel. Nach Meinung der GameStar-Leser. Auch für den PC jetzt schnell die 5 Einzelkategorie-Gewinner, während im Hintergrund die Anwärter auf das Spiel des Jahres laufen. Bestes PC-Actionspiel 2006 ist Dark Messiah of Might and Magic von Ubisoft. Bestes Strategiespiel Anno 1701. Bestes Sportspiel wurde, wir haben die Überraschung vorhin gesehen, GTA 2. Bestes Rollenspiel Gothic 3, das sich übrigens auch den Sonderpreis für das beste deutsche Spiel sicherte. Den Preis für das beste Online-Spiel gewannen gleich 2 Titel, nämlich Guild Wars Factions und Guild Wars Nightfall. So viel zu den Einzelkategorien, jetzt endlich zu den Hauptgewinnern, den Spielen des Jahres 2006. Gothic 3. Und das fantastische Medieval 2. Das beste übergreifende Spiel des Jahres nach Meinung der GamePro-Leser im Jahr 2006 ist The Legend of Zelda Twilight Princess von Nintendo. Das ist der 3. Preis für Nintendo an diesem Abend. Kein Wunder, dass die Firmenvertreter für das Erinnerungsfoto besonders breit strahlen. Das beste PC-Spiel des Jahres haben die GameStar-Leser gewählt. Es ist Gothic 3. Auf dem PC schafft Gothic 3 den Hattrick und holt die 3. Auszeichnung in diesem Jahr. Nein, also wir freuen uns wirklich über diese Preise, ganz sicher sogar. Yeah. Nach diesem Gefühlsausbruch des Gothic 3 Designers Björn Pankratz holen wir nochmal alle Preisträger des Abends für ein großes Foto auf die Bühne, bevor wir dann zum gemütlichen Teil des Abends übergehen. Wir haben unsere Videokamera nach der Preisverleihung ausgemacht. Lediglich rund 2000 Fotos unseres Hausfotografen Uwe Miete dokumentieren den weiteren Verlauf. In den Gesprächen mit den Branchenvertretern erfahren wir, unser Leserpreis wird hochgeschätzt, weil er nicht von einer obskuren Jury, sondern eben von Lesern vergeben wird. Deshalb freuen wir uns schon auf die Preisverleihung zum Spiel des Jahres 2007. Bis dahin sind hoffentlich auch alle wieder fit, die am 1. Februar etwas zu tief ins Glas geschaut haben.